So, weiter geht's mit Episode 3, die Superstory. Wir zögern nicht lange, sondern starten hier direkt rein. Ich hoffe, ihr seid bereit. Wir werden natürlich gleich wieder abheben. Also, fliegen werden wir. So, Episode 3, die Rache des Sith, Kapitel 1. Schlacht über Coruscant. Während die Truppen der Republik verzweifelt gegen die Armee der Separatisten unter der Führung von Count Dooku und General Grievous kämpfen, entführen die Separatisten auf Coruscant Kanzler Palpatine. Als die Druidenarmee mit ihrer Geisel flieht, organisieren Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker eine waghalsige Befreiungsaktion, um den Kanzler zu retten. Okay. Der Tommy geht nicht so oft auf die Toilette in seinen Streams. Okay, ja, der Tommy trinkt wahrscheinlich nicht so viel wie ich in seinen Streams, nehme ich mal an, weil ich trinke ja die ganze Zeit immer, um meine Stimme weich zu halten oder so. Also ich trinke da bestimmt immer hier 2 Liter oder so während des Streams. Von daher, ja, muss ich dann auch öfters auf die Toilette, aber trinken ist natürlich auch wichtig. Und ja, ich habe mir die Hände gewaschen. So, dann landen wir mal hier im Weltraum. Im Weltraum kommen wir. Wir sind im Weltraum gelandet. Eigentlich landet man nicht, eigentlich fliegt man im Weltraum, aber trotzdem sind wir hier gelandet. Deutsche Sprache ist schon faszinierend manchmal. Okay, los geht's. Hier wird es natürlich darum gehen, möglichst schnell möglichst viele Münzen hier zu sammeln. Ach, die kann man... Guter Start, oder? Okay, man kann da reinfallen. Das war ein Reinfall im wahrsten Sinne des Wortes. Ich wusste gar nicht, dass man da reinfliegen kann. Mal wieder was gelernt. So, möglichst viele. 15.000 gab das direkt. Ja, ich glaube, in der Episode sollten wir es auch schaffen, hier wahre Jedis zu werden. Ach, krass. Bringt jedes Mal ein Tausender, wenn man in so ein Ding reinschießt. Das ist wirklich praktisch. Das Gute bei dem Level ist natürlich auch, man muss die Stats nicht einsammeln, sondern muss man nur irgendwo draufschießen, dann kriegt man die Stats direkt. Natürlich eine feine Sache. So, schauen wir mal, dass wir alle 3 wieder kriegen hier. Ja, Wahnsinn, was es hier an Stats gibt. Hier nehmen wir auch nochmal das Minikit mit. Ja, Palpatine sollte man echt nicht befreien. Oh ne, das ist wieder sowas. Das habe ich beim letzten Mal nicht geschafft, wo ich versucht habe, die Minikits zu bekommen. Aber diesmal schaffe ich es, glaube ich. Vorausgesetzt, die Kamera macht mit. Ja, doch, diesmal schaffe ich es. Wobei, nee, beim zweiten habe ich da, glaube ich, versagt gehabt. Da gab es nämlich 2 von. Ja, da gab es einen Willem-Scream. Sehr richtig. Genau, wenn sie einfach gesagt hätten, sie retten den Kanzler. Ich denke, sie ist so, ach, der Kanzler ist nicht so wichtig. Den brauchen wir nicht, aber... Palpatines fieser Plan ist natürlich aufgegangen. So, hier nehmen wir noch ein paar Geierdruiden mit. Die geiern hier nicht mehr rum. Hat sich's ausgegeiert. Habe ich den oben gerade getroffen oder warum ist der explodiert? Nee, so hatte ich nicht geschossen. Nein, komm. Ah, Mist. Mist, 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 Mist. So. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut dabei, nein. Aber ich hoffe, es war lang genug. Es war auf jeden Fall ordentlich, sagen wir es so. So, jetzt auf jeden Fall nochmal suchen ein paar... Gah, das ist kein Geierdroide. Oh nein, Minikit, Minikit, Minikit. Jawohl, auch noch geholt. Bringt natürlich auch... Schaffen wir es im ersten Level schon die 100.000 zu... Alter, das ist krass. Okay, das ist definitiv das beste Level zum Stats sammeln. Ich nehme es zurück, es ist nicht... Es ist, glaube ich, nicht das Podracer-Rennen. Es ist tatsächlich das Level hier, das beste zum Stats sammeln. Das ist ja Wahnsinn, was man hier an Stats in sehr kurzen Zeit abräumen kann. Uiuiuiui. So, jetzt kommen wir aber auch schon bald dem Ende des Levels entgegen. So, oh, da sind nochmal solche Dinger. Die bringen auch immer richtig viel, habe ich gelernt. Na, schade, habe nur einen von denen getroffen. Aber Wahnsinn, was man... Also, was man in dem Level hier an Stats holen kann... Krass. Krass, 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 krass. Na, dann wird auf jeden Fall der Rest des... die restlichen Level von Episode 3 werden dann sehr entspannt, weil wir uns überhaupt nicht mehr drauf konzentrieren müssen, Stats zu sammeln, weil wir dann ganz entspannt einfach nur noch die Level machen müssen. Umso besser, umso besser. Ja, diese Fluglevel sind schon echt super in der Superstory, um Stats zu sammeln. 80.000 jetzt schon, 81.000 sogar schon, nicht schlecht. So, hier noch ein paar mitnehmen, schauen wir mal, ob ich noch ein paar treffe von denen. Ja, ein paar mal. Zumindest ein paar haben wir getroffen, leider nicht so viele, wie ich gerne getroffen hätte. Ah, dich treffen wir auch noch, jawoll. Den haben wir auch noch erwischt. Da vorne ist sogar noch ein Minikit. Das nehmen wir natürlich gerne mit hier. Minikit, Minikit, Minikit. So, Minikit wurde eingesammelt. Sehr gut, sehr gut. Ja, Doggett hätte seine E-Mail-Adresse und sein Passwort aufschreiben können. Das wäre clever gewesen, das hat er aber nicht getan damals. Schade, schade. Naja. Hilft jetzt auch nichts. Ich glaube, er hätte sowieso jetzt nicht so die Motivation, Videos zu machen. Er könnte sich auch einen neuen Kanal erstellen, wenn er jetzt so Bock hätte, Videos zu machen. Aber momentan hat er dann, glaube ich, nicht so. Muss man sich natürlich dann auch wieder erstmal die ganze Technik wieder dafür kaufen und so. Ist ja auch nicht so günstig. So, schauen wir noch die 100.000. Ich befürchte, es wird knapp scheitern. Ah, wohl, wenn jetzt noch einige auf uns zufliegen, die ich auch treffe... Zufliegen tun ja genügend auf uns, ich treffe sie bloß nicht. Oh, den hätte ich gerade eben... Ah, wir haben es geschafft. Alles klar, wir haben die 100.000 tatsächlich bekommen. Im ersten Level schon. Das war leicht. So, wunderbar. Ich bin auch nur zweimal oder einmal gestorben. Na, am Anfang ein bisschen. Ja, sehr unzivilisiert hier unser Auftreten.
Deswegen hatten wir ja auch keine Lichtschwerter hier. Weil die sind ja bekanntermaßen auch für zivilisiertere Zeiten. Aber so passt es hier eigentlich ganz gut, wenn man hier direkt reinfliegt in den Hangar und dann geht es direkt ins nächste Level rein. Eigentlich schön hier der direkte Übergang. Episode 3, die Rache der Sith. Wenn ihr jetzt erst zugeschaltet habt, dann wisst ihr es. Wir sind in Kapitel 2, der Kanzler in Gefahr. Hoch über dem Planeten Coruscant liefern sich die Separatisten eine heftige Raumschlacht mit den... Eine heftige Raumschlacht mit den Truppen der Republik. Auf dem Flaggschiff der Separatisten halten Count Dooku und General Grievous Kanzler Palpatine gefangen. Nach ihrer Landung im Haupthangar des Schiffs stehen Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker einer Übermacht feindlicher Droiden gegenüber. Ja, stimmt, das hat jetzt auch echt nicht viel Zeit gekostet. Das hat jetzt echt nicht viel Zeit gebraucht. 3,5 Minuten hatten wir nur gebraucht, um das Zeug zu holen. Ja, nicht schlecht. Also um hier die 100.000 zu holen. Krass. 100.000 in 3 Minuten kann man mal machen. Und im freien Spiel geht es hier dann noch schneller, weil man ja die Zwischensequenzen da nicht drin hat. Nicht schlecht. Also, das Level dauert dann schon auch nur 3 Minuten selber, das Gameplay, aber man hat natürlich vor dem Level nicht die Zwischensequenzen. Ich weiß auch gar nicht, ob man die überspringen kann hier. Ich glaube, damals konnte man sie nicht überspringen, oder? Ich meine, wir konnten sie... Genau, da ist das Spiel immer abgestürzt und dann mussten wir uns trotzdem nur nochmal die ganzen Zwischensequenzen anschauen, wenn ich mich richtig erinnere. Ah ja, ich erinnere mich. Warum erinnere ich mich? Ich möchte mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern. Das war frustrierend, weil du immer gehofft hast. Ich weiß gar nicht, wie viele verkackte Aufnahmen wir hatten, weil das Spiel abgestürzt ist und wir die Level wieder von vorne anfangen mussten. Oh Mann, 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 Mann. Mann, Mann, Mann. So. Dann öffnen wir das Türchen mal. Wer hier der coolste von den 3 Fragezeichen ist? Boah, ich kann dir ehrlich gesagt nicht... Könnte dir jetzt nicht mehr sagen, wer von denen cool war und wer von denen nicht mehr cool war. Da ist es doch schon ein bisschen zu lange her, dass ich da die... Ich glaube, es waren damals tatsächlich noch Kassetten, die ich davon angehört habe. Dass ich die gehört habe, das ist dann doch schon sehr, sehr lange her. Das ist dann schon 20 Jährchen her. Okay, da kommen wir nicht hoch. Ah, wir können aber einfach runterfallen. Okay. Warum auch nicht? Nein, nicht uns treffen lassen. Ich spiele es immer noch auf dem PC, das Spiel. 5 Minuten, wir sind hier echt schon im zweiten Level. Wahnsinn. Aber wie gesagt, das wird sich wahrscheinlich bei Episode 4 bis 6 auf jeden Fall nochmal ändern. Da wird das alles nochmal in Sachen Schwierigkeitsgrad etwas höher eingestuft werden. So, eigentlich brauche ich es nicht einsammeln, aber ich mag einfach das Geräusch, wenn man blaue Steinchen einsammelt. Deswegen habe ich das gerade noch geholt. Ist einfach so ein schönes Geräusch, oder nicht? Doch, schon. Ich finde schon. Ups, hochgehüpft. Nochmal hochgehüpft. Na, geht ihr weg hier? Ihr sollt hier weggehen. Ja, man sollte sie auch versuchen zu treffen, das würde helfen. Anakin oder Obi-Wan, ich mag auf jeden Fall Obi-Wan lieber. Nein! Wir müssen da drüben aber gar nicht hin. Wir müssen da drüben gar nicht hin. Auch das weiß ich mittlerweile, dass wir da drüben nicht hin müssen, sondern dass wir durch diese Gang... Ah, blaues Minikit. Nein! Na, eingesammelt. Allein für dieses Geräusch hat es sich doch gelohnt, das nochmal einzusammeln, oder? Ich hoffe, ihr seht das genauso. Ja, du hast was verpasst. Du hast Episode 1 und 2 die Super Stories verpasst. Und das erste Kapitel hast du auch noch verpasst hier von Episode 3. So. Direkt Doppelschild kaputt gemacht und auch direkt erschossen worden. Ach, den ersten Druidiker erledigt und den zweiten hinterher. Dann dürften diese Druiden auch nicht mehr lange leben. Ja, da war das Oh-Oh auf jeden Fall angebracht von ihm. Dann nützt es ihm auch nichts, Captain zu sein. Captain, my Captain. Du bist erledigt. Ja, das ist echt schön. Ich muss mal echt öfters die Machtangriffe machen. Die sind eigentlich ziemlich cool. Da hat sich gerade jemand über das über sein nicht so tolles WLAN beschwert. Okay, ich spiele hier gerade nicht über WLAN tatsächlich. Ich muss nochmal auch mal gucken. Ich bräuchte eigentlich auch schnelleres Internet. Gerade wenn ich 4K-Videos hochladen will, dann brauche ich eigentlich auch schnelleres Internet. Ich glaube, an meiner Stelle, wo ich hier wohne, gibt es momentan aber gar nicht schnelleres Internet. Also ich habe 100.000er Leitung, also 100.000er Download. Also 100 Mbit Download. Aber mir geht es vor allem um den Upload. Da habe ich zwar 40 Mbit, was auch relativ viel ist für einen Upload, aber wenn man dann mal 4K-Videos, keine Ahnung wie groß die sind, 15 GB oder so pro Video hochladen möchte, dann... Ja, dann ist selbst ein 40 Megabit Upload nicht so viel. So, da haben wir die Explosion gleich. Boom. Ja, ich müsste echt mal... Dankeschön. Ich müsste echt mal wieder den... Ich hatte sogar mal so einen Chatbot, der da immer wieder Infos gegeben hat zur Instagram-Seite und so. Hearts of Iron 4 kenne ich nicht. So,
das das Flugspiel? Ich überlege gerade, ob es das Flugspiel ist. Das Weltkriegsflugspiel. Ich weiß nicht mehr, nee. Oder ist es ein Strategiespiel? Keine Ahnung. Also normalerweise sagen mir die meisten Spiele was, aber das sagt mir jetzt nur so halb was. Den Namen habe ich auf jeden Fall schon mal gehört. Nein, nicht zurück. Lego Star Wars The Clone Wars 3, auch wegen Platz das ist. Boah, auch ziemlich weit oben. Es ist auch ein ziemlich cooles Spiel gewesen auf jeden Fall. Hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Vor allem, weil es viele neue, gute Mechaniken hatte, die das Lego Star Wars Spiel hier zum Beispiel noch nicht hatte. Ich meine zum Beispiel, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Steinig mich nicht. Steinigen passt gut hier bei Lego Spiel. Steinig mich nicht, wenn ich da jetzt was Falsches sage, aber ich glaube, das war das erste Lego Star Wars Spiel, wo man sein Lichtschwert auch gezielt werfen konnte. Ich glaube es zumindest. Also auf jeden Fall hat es viele gute Neuerungen gehabt, die das Spiel hier noch nicht hatte. Nichtsdestotrotz ist das hier noch das coolere Spiel, aber das liegt nicht daran, dass Clone Wars ein schlechtes Spiel ist, sondern es liegt einfach daran, dass Clone Wars Clone Wars ist. Und hier die Star Wars Story halt einfach nochmal ein bisschen, also diese epische Star Wars Story hier halt von Leveln her einfach nochmal ein bisschen mehr bietet als Clone Wars. Okay, die Stimme des Imperators wurde in Episode 1 extra verdunkelt, damit man nicht merkt, dass er Palpatine ist. Okay, gut zu wissen. Genau, ich habe ja den Römerbot hier. ich habe ja meine Modbots. Das ist natürlich alles nur Mods, nur Bots, meine Mods. Nein, sind sie nicht. Kann ich zurück in die Zukunft? Ja, ich habe alle zurück in die Zukunft Teile gesehen, aber es ist auch sehr, sehr lange her, dass ich die gesehen habe. Alle drei Teile sind es, ja, doch drei sind es. Mit Marty McFly, aua! Hörst du auf? Habe ich mich gerade selber in die Luft gejagt oder was, Konturo? Ich bin mir nicht sicher. Du ernennst mich zum neuen Kanzler. Ich glaube, du hast da nicht die Befugnis. Du bist nicht der Senat. Okay, Spaß beiseite. Jetzt geht's drum, Count Dooku zu besiegen und ihn etwas zu entarmen. ihn etwas ärmer zu machen. Sparen wir uns diese Wortspielereien. Habe ich Lego Harry Potter gespielt? Ja, habe ich. Ich habe sogar Let's Plays gemacht zu Lego Harry Potter. 1 bis 4 und 5 bis 6. 5 bis 8. Warte, wie viele sind's? 7 sind's, gell? 8. 7? Ah, shit. So lange her. Ich hab's auf jeden Fall alle gesehen. Ich bin noch bei 4 bis 6, ich bin noch bei Star Wars, aber Harry Potter sind ja mehr. Last of Us ist nicht als Let's Play gefragt. Ist zwar sicher ein cooles Spiel und ich möchte Last of Us 2 auch noch privat auf jeden Fall mal spielen. Das ist genauso wie Mafia oder so. Es sind auf jeden Fall Spiele, die ich irgendwann mal spielen möchte, aber zu denen ich irgendwie noch nicht gekommen bin. So, wir machen hier nochmal Explosionen. So, das hast du mir vorhin schon mal gesagt. Ach nee, das war von jemand anderes, der das schon geschrieben hat wahrscheinlich, dass er Batman vs. Superman gestern gesehen hat. Ganz am Anfang hat es auf jeden Fall auch schon mal jemand geschrieben. Club der Toten Dichter habe ich auch mal gesehen, ja. Ich habe tatsächlich sehr, sehr viele Filme schon gesehen, muss ich an der Stelle sagen. Also wirklich sehr, sehr viele Filme. Ich versuche auch immer verschiedene Filme zu sehen, weil ich es auch spannend finde, Filme. So allgemein auch, wie sie sich so entwickelt haben und so. Hey! Hörst du? Jetzt komm, das eine Leben nehmen wir dir jetzt auch noch. Ich sehe schon, ich muss Anakin nehmen. Obi-Wan schafft es nicht, ihn zu besiegen. Das war ja klar. Na dann. Ich glaube, ich kann mich noch erinnern, wie der Doggett sich immer über den Kanzler hier aufgeregt hat, weil er nichts gekonnt hat. Ich kann mich, glaube ich, noch erinnern. Ah, da hat er die ganze Zeit auf ihn rumgeschimpft damals. Vor kurzem habe ich mal irgendeinen Kommentar unter einem alten Video beantwortet hier, deswegen kann ich mich noch erinnern, weil da hat er sich gerade beschwert gehabt, der Doggett. Ah, 7 Bücher waren es bei Harry Potter, genau. Ich glaube, dann ist es aber 1 bis, es ist 5 bis 8 oder so, das zweite Lego Harry Potter Spiel. Ich weiß gar nicht mehr. Mittlerweile gibt es ja sogar eine komplette Harry Potter Saga. Also so wie bei Lego Star Wars gibt es auch bei Lego Harry Potter mittlerweile ein Spiel, auch für die PS4, wo die alle drin sind, also Teile 1 bis 8 dann. Aber das würde ich jetzt nicht mehr spielen, weil wie gesagt, 4 bis 8 oder 5 bis 8 oder was auch immer das andere war. 5 bis 8, glaube ich, war es. 5 bis 8, die haben wir ja sowieso schon auf 100% gespielt gehabt. Habe ich extra nochmal geschaut. Das heißt, ich würde, wenn dann nur 1 bis 4 oder so nochmal spielen. Vielleicht. Also zumindest die 100% nochmal machen, Stream oder so. Naja, wie gesagt, nächstes Jahr vielleicht, wenn dann das neue Hogwarts-Spiel rauskommt. Hogwarts Legacy, wo es ja schon den Trailer zu sehen gab für die PS5. Sah ziemlich cool aus. Mal gucken, wie das wird. So, hier mussten wir, glaube ich, alles ausmachen, um durchzukommen. Ne, es hat anscheinend nur Stats gebracht. 4 bis 7 ist es. Es ist 4 bis 7. Es tut mir leid. Es ist so lange her, dass wir das gespielt haben. 4 bis 7. Dann errichtet sich das doch nach den Büchern. Okay. Okay.
Seid mir nicht böse, es ist wirklich lange her, dass ich es gespielt habe. Nicht so, dass ich es... Naja. So. Ich hoffe, dass ich ohne Rimmelbot auskomme. So. Eine Coruscant-Wache ist hier auch gerade aufgetaucht, alles klar. Luke mag ich von den Skywalkern am liebsten. Glaube ich. Also ich mag ihn zumindest lieber als Anakin. So. Ups, nochmal darüber. Ja, komm, jetzt spring doch mal rüber. Auf den neuen wie spricht man so überhaupt? Dune-Film? Naja, auf jeden Fall auf den Film freue ich mich. Ja, tatsächlich auf den freue ich mich. Der Trailer sah extrem cool aus. Ich habe die alten Filme tatsächlich nicht gesehen. Also die muss ich auf jeden Fall nachholen noch vorher. Gibt's, glaube ich, sogar bei... Ich weiß gar nicht, ob es die bei Netflix gibt. Wie mache ich das hier runter? Ist ja bloß zu blöd, da runterzukommen. Nee, der kommt da echt nicht hoch. Okay. Nee, Kanzler, ich brauche gerade nicht. Aber den R2 brauche ich. Die Rebels-Serie fand ich auch ganz cool, ja. Habe ich immer noch nicht die letzte Staffel gesehen. Gibt's doch nicht. Muss ich endlich mal nachholen. Wieso ich einen Re-Upload von dem Lego-Movie vom ersten Part gemacht habe, lag einfach daran, dass ich da einen Content-Treffer drauf hatte wegen den Filmszenen. Das heißt, ich musste die Filmszenen rausschneiden und konnte es dann nochmal neu hochladen. Und deswegen habe ich die... Das war bei den anderen komischerweise nicht bei den anderen Videos davon. Deswegen musste ich nur den ersten Tag nochmal hochladen. So, die Magna-Wachen stellen sich uns gegenüber. Grievous schafft es zu fliehen. Na, dann bleibt uns so nichts anderes übrig, als das Schiff zu landen und die Magna-Wachen zu besiegen. So, die Magna-Wachen sind fies, weil die können ziemlich lange kämpfen, selbst wenn sie ihren Kopf verlieren, was sie jetzt gleich tun werden wahrscheinlich. Ach, die eine hat ihren Kopf verloren, okay, die andere noch nicht. Selbst wenn sie ihren Kopf verlieren, werden sie noch weiter kämpfen gegen uns. Aber wir besiegen sie trotzdem. So, erledigt. Kam dann nochmal Gegner? Ich glaube, da drüben kamen dann nochmal ein paar Gegner. Oder musste man wirklich nur diese Dinger bedienen? Ja, da kamen noch ein paar Droiden, alles klar. Ja, da kamen noch ein paar süße Droiden, haben sich hier noch verirrt und den Weg hierher gefunden, um uns aufzuhalten. Aber davon lassen wir uns nicht aufhalten. Star Wars Trilogie mag ich die ersten, die 4 bis 6 am liebsten. So, und dann öffnen wir das Tor zur Hölle. Wäre cool, wenn es ein Lego Star Wars Spiel geben würde, wo man die Story selber entscheiden könnte. Du meinst so alternativen Enden oder sowas wie bei Force Unleashed? Ja, das wäre echt ganz witzig. Aber ich denke mal, das wird es auch beim neuen Lego Star Wars Spiel nicht geben. Aber geht ja auch so. So, wir sind erfolgreich gelandet. Etwas mitgenommen. Aber Hauptsache am Leben. Mace Windu erwartet uns schon. Und da ist auch schon wieder die Star Wars Musik. Mach ich 5 oder 6 lieber? Boah, schwer zu sagen. Also Episode 5 oder 6. Ich glaube 5 finde ich tatsächlich noch ein bisschen besser. Ich weiß nicht. Episode 3 sind wir auf jeden Fall noch nicht in der Episode 5. Die Rache der Sith. Kapitel 3. General Grievous. Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker haben Kanzler Palpatine befreit. General Grievous ist ihnen allerdings entkommen. Der Jedi-Rat befiehlt Obi-Wan Kenobi, Grievous zur Strecke zu bringen. Letzterer versteckt sich auf dem Höhlenplaneten Utapau. Pau, pau, pau. Nee, alle Kapitel werde ich nicht machen. Ja, die Content-Treffer wurden tatsächlich jetzt erst nach 4 Jahren oder so entdeckt. Irgendwie haben sie da anscheinend nochmal den Filter umgestellt bei YouTube. Ich habe nämlich mega viele Content-Treffer bekommen. Was jetzt nicht so schlimm ist, weil die Videos normalerweise nicht gelöscht werden, sondern einfach nur die Monetarisierung weg ist. Also ich kann dann kein Geld mehr mit den Videos verdienen, was jetzt für mich nicht dramatisch ist bei einzelnen Videos. Ist ja eigentlich egal. Aber wenn halt Videos dann wirklich komplett gesperrt werden, dann ist es halt wirklich nervig. Lieblings-Star Wars-Teil habe ich nicht. Ja, Star Wars Squad und werde ich spielen. So, jetzt müssen wir Grievous besiegen. Seid ihr bereit dafür, Grievous zu besiegen? Zusammen mit Cody ist es, glaube ich. Ja, einmal drauf. Grievous sieht auch echt cool aus in dem Spiel. Mit seinen 4 Lichtschwertern. So, da brauchen wir Cody, glaube ich, um die Sachen da drüben in die Luft zu jagen. Entschuldigung, Commander Cody natürlich. So, nochmal eine dicke Explosion gemacht. Ach, Grievous kommt dann sogar zurück direkt. Perfect, perfect. Ich glaube, das ist relativ kurz hier. Achso, dass man da entscheiden kann, ob man Palpatine tötet oder nicht als Anakin. Naja, das wäre schon praktisch. Ihr müsst übrigens ein bisschen warten. Ich beantworte eure Fragen gerne, aber ihr müsst auch immer denken, wenn ihr eine Frage stellt im Chat, dann dauert es ungefähr 30 Sekunden. Das Video ist 30 Sekunden hinter dem, was ich gerade wirklich spiele. Also ihr seid 30 Sekunden in der Vergangenheit quasi. Und deswegen dauert es natürlich dann auch 30 Sekunden, bis ich überhaupt darauf eingehen kann, auf eure Frage. Beziehungsweise bis ihr hört, dass ich auf eure Frage eingegangen bin. Ich gehe natürlich sofort, sobald ich es lese, gehe ich auf eure Frage ein, aber es dauert natürlich ein bisschen, bis es dann wirklich soweit ist. Kann ich das da so rüberschießen? Ah ja.
Ah, da können wir rüberspringen. Ja, da können wir rüberspringen. Okay. Perfekt. Die Frage ist... so kommen wir da gar nicht rüber, oder? Ah, Grievous ist wieder unten, oder? Ah, Grievous ist noch da oben. Hä? Bin gerade ein bisschen verwirrt. Ah, ich kann wahrscheinlich da drauf schießen. Kann ich von hier aus da drauf schießen, da oben? Ja, ich kann da drauf schießen. Okay, hat geklappt, was ich machen wollte. Ja, 6 Jahre ist tatsächlich schon ein bisschen... Ja, das ist echt komisch gewesen. Ist irgendwie dieses Jahr gab es extrem viele Content-Treffer. Also irgendwas haben sie da geändert. Also es ist bei vielen älteren Star-Wars-Videos so, dass ich die mittlerweile nicht mehr monetarisieren kann. Weil da halt natürlich logischerweise Star-Wars-Musik drin ist. Ist ja auch irgendwo okay. Ist halt so. Ich finde es immer ein bisschen blöd, dass das komplette Video nicht mehr monetarisiert ist. Weil ich meine, das sind halt dann immer so 10 Sekunden oder so, die da erkannt werden von der Star-Wars-Musik. Und das komplette Video nicht mehr monetarisiert. Aber gut, Mai. So ist halt YouTube. Ach, da bist du auch schon sehr gut. Ich glaube, wir müssen aber... schießen wir das Ding mal noch. Das Ding können wir nicht kaputt schießen. Okay, dann gehen wir mal wieder zurück. Weil Grievous ist, glaube ich, eh wieder in der Mitte. So, einmal hier runtergesprungen und dann... sogar mit Power-Up können wir dann eben Grievous hier ein bisschen ärgern. Na dann, hauen wir den Grievous mit Power-Up ein paar Arme ab. So. Dass ich das schade finde, dass Old Republic Legends ist... Mei, ist halt so. Kann man jetzt nicht ändern. Okay, wo ist er hingesprungen? Er ist irgendwo nach oben weitergesprungen. Ich sehe ihn jetzt leider gerade nicht mehr. Hä? Da habe ich gerade auf den Chat geschaut. Das ist immer ein Fehler, auf den Chat zu schauen. Ich glaube, er ist wahrscheinlich der... Ach, er ist der Dümel in den anderen Raum rübergelaufen, glaube ich. Okay, wir gehen auch mal in den anderen Raum. Den neuen Grievous findest du besser. Ich habe ihn gerade gehört. Ist er wieder da? Nee, er ist nicht da. Den neuen Grievous findest du besser, okay. Ja, sieht auch cool aus. Ich weiß nicht, das ist halt auch wieder dieser Punkt, den ich gemeint habe mit Retro-Gefühlen, weil ich halt den alten Grievous einmal... Den hatte ich tatsächlich mal auch als Modell. Einfach besser kenne. So, können wir das... Ah, jetzt können wir das Ding da oben in die Luft jagen. Ah, ich verstehe, sehr gut. So, einmal nochmal Obi-Wan genommen. So. Ups. Lieblingskopfgeldjäger, wie gesagt, Boba Fett wahrscheinlich. So, und jetzt nochmal da drauf geschossen. Ach, dann kommst du wieder. Dann kommst du wieder nach unten, alles klar. Können wir ihm die beiden letzten Leben da unten abnehmen? Ich dachte, wir müssen nochmal in diesen Raum da drüben rechts, wo auch noch ein Minikit war, aber anscheinend... fast. Anscheinend müssen wir nicht in den Raum, sondern können wir ihn gleich hier unten besiegen. Ist jetzt auch nicht so ein langes Level, muss man sagen. Also Episode 3 ist, könnte fast die kürzeste Episode sein. Mal, schauen wir mal. So, damit hätten wir Grievous dann auch schon besiegt. Ja, Cody konnte ihn nicht besiegen, aber Obi-Wan hat natürlich noch einen Ass im Ärmel oder einen Blaster in der Hand. Und damit gelingt es ihm dann auch, General Grievous zu besiegen. So. Ist gar nicht mal so leicht, so 5 Stunden am Stück oder 4 Stunden am Stück durchzureden. Müsst ihr mal üben. Wobei es ein bisschen seltsam ist, wenn man kein Let's Play macht und es einfach so machen würde. Also, alleine. Episode 3, die Rache des Sith, Kapitel 4, Kampf um Kashyyyk. Obi-Wan Kenobi hat General Grievous besiegt, doch der Klonkrieg ist noch nicht vorbei. In allen Teilen der Galaxis führen Jedi-Ritter die Armeen der Republik in die Schlacht gegen die Streitkräfte der Separatisten. Während Meister Yoda auf Kashyyyk, dem Heimatplaneten der Wookies, kämpft, bereitet sich der Sith-Lord Darth Sidious darauf vor, die Galaxis in eine neue Dunkelheit zu stürzen. Weiß ich, wo man... Ja, im Internet kann man sich realistische Klonrüstungen und Helme kaufen. Aber das ist schon echt teuer. Da zahlst du dann schon 1.000er oder so für eine komplette Rüstung. Ist schon sehr, sehr teuer, leider. In Deutschland gibt es das auch eher nicht. Also musst du dann eher aus dem Ausland dir schicken lassen. Glaube ich. Ja, gibt schon echt coole Sachen. Ach ja, das Level hier. Gehört jetzt auch nicht zu meinen allerlieblingsleveln, muss ich sagen, das Level hier. Aber gut, müssen wir durch. Zumindest wissen wir, wie es geht. So, mit Yoda hier vorbeigehüpft. Mit Yoda und... Ah, das Ding muss ich gar nicht machen. Ich glaube, ich kann hier direkt rüber gehen. Das ist, glaube ich, eh für dunkle Seite in der Macht gewesen, die Abzweigung da gerade eben. So, noch haben sie nichts gegen uns. Und da ist er auch schon. Die Order 66 wird ausgeführt. Alle bereit für Order 66? Sehr gut. Ich mache immer noch die Super-Stories hier, weil gerade jemand gefragt hat. Das Kämpfen sieht auch mit Yoda cool aus, weil er sich so schnell bewegt. So, Cody haben wir auch jetzt gesagt. Okay, du musst leider hier auch dran glauben. Die haben einen normalerweise im freien Spielraumsein hier erst später angegriffen. Ja, stimmt schon, der neue Grievous ist natürlich eher näher am Original. Da gebe ich dir ja recht.
So, okay. 1, 2. Der eine war, glaube ich... War der eine hier schon? Ja, da müssen wir nach da hinten gehen. Ah, ne, das war erst bei der nächsten Abzweigung. Ah, ich nehme jetzt mal hier ihn mal wieder. So, mit Chewbacca geht das doch eindeutig schneller. Also, den brauche ich Chewbacca eh gleich, weil ich dann nach oben muss. So, Star Wars Basis kenne ich, ja. So, erledigt. Oh, da hat Chewbacca gerade einen üblen Treffer einstecken müssen. Ich schaffe heute nicht die 100%. Das kann ich dir gleich, das kann ich dir schon versprechen, weil 100% dauert bestimmt noch 5 Stunden oder so. So lange schaffe ich es heute nicht zu streamen. Ach ja. Coolster Angriff, oder? So, da oben waren, glaube ich, keine mehr. Die anderen waren dann hier drüben, waren noch welche. So, kümmern wir uns mal um die hier drüben. Da mussten wir nämlich irgendwo hier... Oh, ah, nee, da sind wir hergekommen. Nee. Die waren da auf der rechten Seite drüben. Ich hatte kein Corona. Also, zumindest wüsste ich nicht, dass ich schon Corona gehabt hätte. Ich hoffe auch, ich bekomme es nicht. Ich bin zwar sehr gesund momentan, aber man weiß ja nie. Kann ja auch, wenn man jünger ist, einen schweren Krankheitsverlauf haben. Von daher würde ich mich auch bemühen, es nicht zu bekommen. So, gerade in München muss man ja eh ein bisschen aufpassen hier. Also noch mehr aufpassen, weil ja ein bisschen mehr Corona ist als in anderen Städten. Momentan leider. So, und da haben wir auch schon den nächsten befreit. 20 Minuten haben wir dafür gebraucht. Wie gesagt, diese DC- oder Marvel-Frage möchte ich immer gar nicht so gerne beantworten, weil es einfach in beiden Universen coole Charaktere, coole Stories und so weiter gibt. Deswegen kann ich mich da auch einmal gar nicht so festlegen. Call of Duty ist momentan nicht geplant. Cold War? Nee. Da habe ich nicht so Bock drauf. Tut mir leid. Momentan kann man gar nicht bei mir Mod werden. Eigentlich habe ich momentan genügend Mods. So, ich mache YouTube schon seit 2012, also 8 Jahre. Über 8 Jahre. Und jetzt geht's weiter hier. 153.000 haben wir sogar schon. Oh, nice. Nice. So, dann mal hier nach oben und mal nach vorne hier. Und dann sind wir auch schon am Strand, wo die Truppen... Da sieht man gar nicht so genau, wer hier die Invasion macht, aber normalerweise eigentlich die Separatisten, die Separation machen. Habe ich den Minikit-Detektor? Ja, den habe ich. Ich habe alle roten Steine schon geholt, ich habe alle goldenen Steine schon geholt, ich habe alle Minikits, alle weißen Minikits schon geholt. Von den blauen habe ich die Hälfte. Da fehlen mir leider noch welche, die blauen Minikits von Episode 4 bis, ups, eingesammelt. 6 muss ich noch holen. Das mache ich im Anschluss an diese Superstory hier, werde ich versuchen, damit anzufangen. Alle werde ich wahrscheinlich nicht schaffen, weil das zu lange dauert. Und ich auch nicht ewig streamen kann. Irgendwann kann ich es meiner Stimme doch nicht mehr antun. Irgendwann bin ich dann doch etwas verstimmt. Nee, irgendwann werde ich auch müde und dann kommt ja nichts Gescheites mehr raus hier beim Stream. So, Batman oder Superman? Hm, Superman. So. Echt, im alten Lego Star Wars 1 bis 3 konnte Yoda diesen Schwebestuhl holen? Echt, das ging? Okay, wusste ich gar nicht mehr, dass das ging. Hm. Schon ein bisschen her, da ich das letzte Mal gesehen habe. Oder dass ich Star Wars Episode 1 bis 3 das normale gespielt habe. Das ist ja schon... Das ist wirklich lange her. Na, verdammt. Einmal falle ich immer runter, das gehört hier wohl dazu. Okay. So, einmal und zweimal. Jetzt weiß ich auch, wie das geht. Letztes Mal habe ich hier ewig rumgemacht, weil ich nicht gecheckt habe, wie das geht. Aber jetzt wissen wir, wie das geht. Hol ich mir die Deluxe Edition der Skywalker Saga. Muss ich gucken, was es da gibt, ehrlich gesagt. Meistens ist es ja so, dass diese Deluxe Editions bei den neuen Spielen dann immer irgendwelche Skins oder irgendwas so... irgendwas beinhalten, was eigentlich kein Mensch braucht, wo man dann aber 10 Euro für extra zahlen soll. Von daher hole ich mir bei neuen Spielen selten eigentlich die Deluxe Edition mittlerweile, weil... es lohnt sich halt meistens einfach nicht, finde ich. Das ist auch cool, der kann Nahkampf und Fernkampf. Sehr, sehr praktisch. Kommen wir da hoch? Na, bräuchte ich Yoda. Na, komm. Gehen wir weiter direkt. Wir sollen ja hier eine Rekordzeit aufstellen. Ja, ich glaube, mit Rekordzeit wird das hier eh nichts mehr. Da habe ich mich dann doch schon ein bisschen zu sehr, zu oft hier ablenken lassen. Zu viel dann doch ein bisschen noch Minikits eingesammelt. Minikits gibt es ja nicht. Stats eingesammelt. So, nochmal hier ein paar Arme ausreißen. Der reißt sich keine Arme aus. Der reißt den anderen lieber die Arme aus. Aua, und dann wird er geschossen. Erschossen. Community Let's Plays sind momentan keine geplant, weil es ein bisschen schwierig umzusetzen ist. Ups! Weil ich natürlich nicht mit allen gleichzeitig spielen kann, aber immer sehr viele Leute bei sowas mitspielen möchten. Und da muss man halt irgendwie... Ist dann blöd, wenn da manche nicht mitspielen können. Ja, Spider-Man Miles Morales freue ich mich auf jeden Fall. Ich glaube, das wird ziemlich cool. Nein, ich muss mit Yoda das unten aufmachen, sonst kommt er wieder nicht mit. Ich brauche hier nämlich oben den Yoda, weil ich sonst diese Tür nicht aufmachen kann. Also ja, Spider-Man Miles Morales, das könnte ziemlich cool werden, glaube ich.
Ich meine, das Hauptspiel von Spider-Man war ja schon ziemlich genial, also von daher ist es ja klar, dass das andere auch super wird. So, und du wächst noch ein bisschen weiter hoch. Genau, dann kann Chewbacca da auch mit hochkommen. Sehr gut. Kann man diese Dinger da echt kaputt hauen, diese Steine? Das muss ich jetzt mal ausprobieren. Ich weiß, man kann sie kaputt schießen, aber kann man sie auch kaputt lasern? Ja, man kann sie auch mit dem Lichtschwert kaputt machen. Sehr gut. Du kennst Lego Star Wars, die Episode 1 bis 3 gar nicht. Oh, dann ist dir aber was entgangen. Aber spätestens nach heute kennst du es, weil ich heute alle Level da nochmal durchgespielt habe, sogar mit allen Zwischensequenzen. Schlechteste Jedi. Boah. Gibt es schlechte Jedi? Würde mir jetzt gar keine einfallen. Ein schlechter Jedi. Boah, keine Ahnung. Wir haben, glaube ich, alle irgendwie den Beruf als Jedi und nicht als Schlechter. Lassen wir das. So, hier war es dann bald schon das Ende des Level. Da gab es natürlich den hier noch. Ah, böser Treffer. Lieblingsschurke. Marvel-Schurke. Boah, schwierig, schwierig. Thanos war eigentlich schon ganz cool, muss man sagen. Sein Ende war etwas plötzlich, aber so. Allgemein war Thanos schon ganz cool. Gab eigentlich viele coole Schurken bei Marvel, weil es einfach extrem viele Schurken gab, natürlich. Zählt Loki als Schurke? Der war auch cool. Ja, ich habe schon mal Fortnite gespielt. Ich habe sogar auf YouTube schon Fortnite gespielt. Es gibt Fortnite-Videos von mir. Also wenn ihr Fortnite sehen wollt, dann könnt ihr die alten Fortnite-Videos anschauen. Da sah wahrscheinlich alles noch anders aus auf der Karte, weil das schon doch ein bisschen her ist. Old Republic, ob ich nochmal eine andere Storyline spielen werde? Ich weiß es nicht. Da war damals das Interesse auch an dem Let's Play gar nicht so groß mehr bei euch, deswegen ist das momentan eigentlich nicht geplant. Weil das Problem ist halt, es ist immer ein sehr langes Projekt und wenn ich sehr lange Projekte mache, dann kann ich halt keine anderen Projekte machen. Weil mir dann die Zeit fehlt. Das ist natürlich immer eine Zeitfrage. Das ist natürlich dann schade, wenn ich halt zwischendurch eigentlich nochmal gerne ein kurzes Spiel spielen möchte, aber das dann halt nicht geht, weil eben das lange Projekt noch läuft. So, das wäre geschafft. Jetzt müsste gleich die Dings da rauskommen, die Kapsel mit der Yoda dann fliegen kann. Nee, vorher müssen wir ein paar Gegner besiegen, alles klar. Macht Yoda natürlich ja mit, nicht mit links, sondern mit rechts. Mit seinem Stock besiegt er sie nicht. Nein, er nimmt das Lichtschwert. Oh, ich hätte nochmal Macht machen sollen. Naja. Okay, und jetzt? Kommt nochmal eine Welle von denen? Ah, die müssen wir noch kaputt machen, okay. Ja, ist ja gut, Chewbacca. Wir haben es gleich geschafft. Gleich ist auch dieses Kapitel abgeschlossen, Chewbacca. Keine Sorge. Gleich haben wir auch das geschafft. So, wunderbar, wunderbar. So, da müssen wir jetzt noch... Ach komm, die besiegen wir noch mit Chewbacca. Zeigen wir nochmal die Chewbacca-Fähigkeit, die Arme ausreißen. Das ist schon echt cool, die Fähigkeit. Wie kann ich mich motivieren, Lego Star Wars zu zocken, anstatt die Zeit für etwas anderes zu nutzen? Boah, es macht mir Spaß, ehrlich gesagt. Ich spiele gerne Lego Star Wars. Leider ist der Part dieses Projektes nun auch schon vorbei, doch es bleiben dir drei Möglichkeiten, um weiterzumachen. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Klickst du hingegen links unten auf das Bild, kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Klickst du rechts oben auf das Bild, kannst du meinen Kanal abonnieren, was mich sehr freuen würde. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus.